Auch Schlafstörungen können ein Symptom einer Depression sein. Typische Symptome einer Depression sind Antriebsstörungen, Traurigkeit, häufiges Grübeln, sozialer Rückzug und zum Beispiel auch Schlafstörungen. Das sind so die Hauptsymptome. Depressionen können mit zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch Persönlichkeitsstörungen oder auch bestimmten Lebensereignissen vergesellschaftet sein. Die Depressionsbehandlung findet statt durch Psychotherapie und Antidepressiva, wobei wir bei der mittelgradigen und leichten Depression mit Psychotherapie allein arbeiten können. Bei der schwereren Depression empfehlen wir Medikamente, weil es dann dem Patienten leichter fällt und wesentlich schneller zu einer Verbesserung kommt.